wenn Sie hier vielleicht demnächst operiert werden. Hier befinden wir uns in der OP-Schleuse. Der Transportdienst bringt Sie von der Station hier hin. Hier werden Sie umgelagert auf den OP-Tisch. Wenn Sie jetzt noch gut zu Fuß sind, dürfen Sie natürlich selbstständig rübergehen, aber wir unterstützen Sie auch. Zum Beispiel, wenn Sie nicht mehr laufen können, dann benutzen wir das Rollbrett, um Sie in Ruhe und langsam auf den OP-Tisch zu bringen. Okay, dann nehme ich Sie auf Ihre Seite. Es kommt jetzt so ein Brett in den Rücken, das ist ein bisschen hart und kalt. Genau. Und dann schieben wir Sie ganz langsam rüber, den Arm nehmen Sie hoch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Schwester Uschi von der Prosa-Abteilung. Ich setze Ihnen noch mal so eine Mütze auf. Das sieht so aus wie hier. Okay. Schön. Jetzt werde ich Ihnen noch ein paar Sicherheitsfragen stellen, bevor es weitergeht in den nächsten Raum. So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich passe so lange auf Sie auf, bis die Kollegen Sie abholen. Wenn Ihnen kalt ist, kann ich Ihnen gerne eine Wärmedecke geben, noch zusätzlich. Und ja, möchten Sie die gerne? Mhm. Oh. Es kann zwischendurch sein, dass Sie in der Einleitung ein bisschen warten müssen. Wir versuchen natürlich, Ihnen die Zeit so angenehm wie möglich zu machen. Guten Morgen, ich bin Schwester Milena, ich gehöre auch zur Narkoseabteilung. Ich betreue Sie heute bei Ihrem Eingriff und nehme Sie jetzt mit in den OP. Hier sind wir in Saal 8, in unserem orthopädischen Saal. Wenn Sie als Patient jetzt hier auf diese Säule gefahren werden, kann es dazu kommen, dass es mal ruckelt und vielleicht kurz für Sie unangenehm wird, aber Sie können sicher sein, dass nichts passiert und dass wir gut aufpassen. Herr Mayer, mit den Vorbereitungen sind wir soweit fertig. Ich warte jetzt noch auf unsere Narkoseärztin, dass wir starten können und vorher würde ich Ihnen gerne noch ein paar Sicherheitsfragen stellen. Wenn jetzt alle Vorbereitungen getroffen sind und auch der Anästhesist oder die Anästhesistin da ist und nochmal mit Ihnen als Patient gesprochen hat, dann starten wir. Wir halten Ihnen über die Maske ein wenig Sauerstoff vor die Nase. Sie atmen den einfach tief und ruhig ein. Im nächsten Schritt bekommen Sie dann die Medikamente gespritzt und dann schlafen Sie ein. Wenn die OP dann zu Ende ist, fahren wir Sie zur weiteren Überwachung in den Aufwachraum. Es kann sein, dass Sie unterwegs schon wach werden oder vielleicht erst, wenn Sie in dem Aufwachraum angekommen sind. Hier sind wir im Aufwachraum. Das ist quasi die letzte Station bei Ihrem Gang durch den OP. Wir bleiben so circa eine Stunde bis anderthalb Stunden, je nachdem, wie wach Sie schon sind. Wenn Sie Schmerzen haben oder je nachdem, ob Sie vielleicht schon was trinken möchten, dürfen Sie sich gerne melden. Pfleger und Pflegerinnen kümmern sich gerne um Sie.